Hallo, mein lieber Schütze. Ich möchte heute schauen, wie deine nächste Kalenderwoche ausschaut. Und ich mische als erstes die Karten in der Hand, um ihnen die Gelegenheit zu geben, rauszufallen. So, guck mal da. Und da liegen schon die ersten Karten. Und das sieht spannend aus. Okay, Schütze. Wir haben hier mal wieder bei dir, das muss ich jetzt leider auch mal sagen, schon wieder die 8 Schwerter, ne? Also Schütze, irgendwie scheint es ein altes Problem zu sein, was dich bindet, was dich fesselt und was du irgendwie nicht bearbeitet bekommst. Es kann sein, dass du vielleicht immer wieder das Gefühl hast, okay, da kommt das gleiche Problem auf mich zu und ich weiß nicht, wie ich das lösen kann. Also immer wieder stehst du vor der gleichen Angelegenheit und bist quasi planlos, wie du das auflösen sollst, beziehungsweise wie du dich verhalten sollst. Und das ist so ein bisschen das Ding, was ich hier habe. Und das Universum sagt mittlerweile wirklich mit dem Zaunpfahl, kümmere dich jetzt bitte drum. Und natürlich ist das immer deine eigene Entscheidung. Und natürlich darfst du auch mal selber sagen, okay, das Problem ist zu groß, ich will das nicht angehen, ich hoffe, dass es sich von alleine erledigt. Aber das Universum sagt mir hier schon oder zeigt mir immer wieder bei deinen Kartenlegungen, du musst da langsamer ran. Auch wenn du das Gefühl hast, es geht schleppend voran, du kannst es nicht so schnell auflösen, wie du es gerne hättest, oder wie das Universum dir hier gerade sagt, ne? Aber irgendwie scheinst du immer noch gebunden in dieser Thematik zu sein. So, die nächsten Karten. Wir haben hier einmal das Gericht und die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen bist in dieser Legung du. Ich habe irgendwann mal festgelegt, dass die Königin sind die ZuschauerInnen. Egal, ob männlich, weiblich, divers, vollkommen egal. Es geht hier dabei rum, den Zuschauer und das jemand Gegenüberliegenden zu trennen. Und das seid ihr. Königin der Münzen ist in der Regel eine sehr fleißige Frau. Sie ist jemand, der wirklich mit Fleiß und Mühe Dinge voranbringen kann. Sehr wertvoll voranbringen. Das bedeutet nicht nur einfach Fleiß und Mühe irgendwo reinstecken, sondern wirklich Dinge zum Wachsen und Gedeihen bringen. Sie hat hier diese Goldmünze in ihrem Schoß und sie kümmert sich drum, damit Glück sich vermehrt. Und diese Position solltest du in dieser Woche einnehmen. Beziehungsweise es könnte sein, dass du auch in diese Position gezwungen wirst, dass jemand dir sagt, alles klar, hier ist ein Stückchen Verantwortung, bitte mach was drauf, kümmere dich gut drum und sowas in der Art, ne? Mit dem Gericht haben wir zusätzlich noch eine Karte, da wird ein Knoten gelöst. Es kann auch sein, dass du dich einfach wieder lebendig fühlst, dass du das Gefühl hast, hier mit der Thematik, die dich immer bindet, dass du in dieser Woche so ein bisschen wie so ein Aufatmen hast, was vielleicht auch von alleine kommt. Dieses Aufatmen und dieses, ah, ich fühle mich wieder lebendig. Es geht wieder voran. Ich habe das Gefühl, es geht hier wieder in die Richtung, die ich mir wünsche. Von daher, aber das Ding ist halt, es wird wahrscheinlich erstmal nur eine kleine Entlastung sein, die dich dazu bringt, handlungsfähig zu sein. Ja, ich hoffe, das ist verständlich. Ich möchte jetzt nochmal 2 Karten dazulegen. Einmal dein Geschenk für diese Woche und wie du dich verhalten sollst diese Woche. So, die Karten kleben ein bisschen heute. Das ist auch immer so ein Zeichen. Okay, dein Geschenk ist hier König der Münze. Der König der Münze hat im Grunde genommen die gleichen Attribute wie die Königin der Münzen. Das Ding ist aber, er ist dein Gegenüber. Er ist ein Mensch, der dir hilft, der dir Sicherheit vermittelt, der mit dir an der gleichen Sache arbeitet und den gleichen Fokus hat. Von daher, du kannst dich hier auf ihn verlassen, beziehungsweise wenn du das Gefühl hast, du kommst alleine nicht weiter. Dann wende dich an ihn. Er kann dir helfen und er tut das auch gerne. Er ist da sehr wohlwollend und wie gesagt, er guckt in die gleiche Richtung, ihr marschiert in die gleiche Richtung, ihr habt den gleichen Fokus, um etwas aufzulösen. So, jetzt schauen wir nochmal auf den Rat, was das Tarot dir für diese Woche rät. Okay, gut. Chancen ergreifen. Okay, Chancen ergreifen. Gut, fantastisch. Das sind zwei widersprüchliche Energien. Auf der einen Seite haben wir hier so eine Lustlosigkeit und so ein, oh, ich pack das nicht, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich stehe vor so einem Berg Arbeit und ich sehe tatsächlich nur diesen Berg und er wirkt unüberwindbar. Also kann ich es auch gleich lassen. Ne? So von daher musst du ein bisschen gucken. Das ist nicht der Rat, sondern ich glaube tatsächlich, der Rat weist dich darauf hin, wie du vorher dich verhalten hast.
Denn diese Karte ist komplett anders. Diese Karte ist im Grunde genommen von ihrer Energie genau das Gegenteil. Fang an, dran zu arbeiten. In diesem Berg voll mit, ich weiß nicht, Müll, Schmutz und alles, was aufgearbeitet werden muss, sind ganz viele Goldstücke versteckt. Da ist ganz viel Wertvolles, was du mitnehmen kannst für dein Leben. Von daher mach dich da bitte dran. Es ist wirklich wie so ein bisschen, ja, wie gesagt, in so einem Berg Müll ist Gold versteckt. Und dieses Gold ist im übertragenen Sinne dein Glück oder beziehungsweise führt dich zum erfüllten und glücklichen Leben. Von daher bitte nimm das an und guck mal, dass du daran gehst. Was das in deinem Leben ist, kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Möchte ich tatsächlich an dieser Stelle auch nicht, weil ich tatsächlich in diesen Tarotlegungen nur die Energien deute. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Denkt bitte nochmal dran, ihr habt den freien Willen, ihr dürft das selber entscheiden, was ihr tut, ja? Bis zum nächsten Mal.